Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich war da gerade noch kurz duschen, aber wir gehen jetzt zum Kräter Barcamp. Wir haben echt irgendwas mit 7 Uhr sonst was. 7.54 Uhr, irgendwie sowas. Ich muss jetzt auch wirklich los. Ich bin schon um 9 Uhr circa da. Alle anderen kommen erst um 10. Aber wir bauen noch ein bisschen auf und ich helfe natürlich auch ein bisschen mit. Aber ich quatsch mal nicht mehr, sondern wir fahren hier los. Vor Ort beim Kräterbarcamp. Aktuell ist hier noch relativ dunkel und auch recht düster. Wird sich aber in den nächsten Minuten ändern und dann geht er als nächstes gleich, wenn man natürlich reinkommt, kurz zu einem Foto zu machen. Hier. Da braucht ihr dann beim Fächtecken-Bereich oben. Hier ist noch so ein kleiner Fernseher, wo man ein bisschen spielen kann. Ja, doch, da ist schon irgendjemand. Moin! Der Fight war. Ah, super. Ich frag nur immer nicht, dass ich vergessen habe, das Schloss abzuschließen, oder was? Ich kam mit dem Fight. Es stehen überall Monitore mit Chromecast angeschlossen, da läuft ein Google-Fotoalbum durch. Grundsätzlich jeder, der hier also angemeldet ist, hat zugestimmt. Hier darf fotografiert werden, hier darf gebloggt werden und die Sachen auch verwendet und hochgeladen werden. Klar, wenn ihr jetzt jemanden irgendwie total dicht auf der Nase hängt, würde ich denken, das wisst ihr ja selber, ne? Und irgendwie eine Nachname macht, quatscht das einfach mal an, was okay ist, wenn ihr es irgendwie hochladet. Ich bin die Sonja, ich arbeite im Medienzentrum Parabol und auch für unser Projekt Laut Nürnberg. Wir haben, wie ihr bestimmt gesehen habt, haben wir das Barcamp mal so ein bisschen eingeklammert. Weil ein Barcamp, was sehr offenes, spontanes ist, wo einfach jeder kommt und eigentlich die Veranstalter nur so ein bisschen die Infrastruktur bieten. Und wir sind so ein bisschen, gehen wir aus dem Barcamp-Format raus und laden in jedem Jahr immer noch 1 bis 2 Special Guests ein. Das sind in diesem Jahr Felix Fix und Vincent Lee. Ihr dürft auch gerne mal ganz kurz aufstehen. Vielen Dank. Genau, also wir drei veranstalten jetzt seit 2 Jahren eigentlich. Wenn ich 2 Jahre mit Pause, 2 Jahre. Ja. Genau, das Typ Nürnberg, das ist ein Creator-YouTuber-Treffen, also. Das Barcamp ist schon völlig am Laufen. Ich habe noch ein paar Sachen aufgebaut. Ich habe hin und wieder mal Ticken gefilmt, aber hier habe ich auch mal ein bisschen mehr Zeit. Und wir schauen auch mal in die einzelnen Räume, was sie so machen. Benjamin!
Ja, entweder bin ich dumm oder ich hier. Hier ist niemand dumm. So. Genau, ich dachte, wir kommen noch mal ein bisschen zusammen, um uns noch mal ein bisschen neu zu sortieren, wie es jetzt weitergeht, ob es noch Sessionrunden gibt, ob sich Leute irgendwie finden, um noch mal vielleicht gemeinsame Projekte zu starten, einfach um den Nachmittag noch mal ein bisschen zusammen zu planen. Und von daher würde ich vielleicht wie am Anfang noch mal euch bitten, wer nach vorne kommen möchte, einfach wenn ihr sagt, hey, darauf hätte ich noch Bock, die Session oder ich hätte gerne irgendwie eine Idee, ich würde gerne irgendeinen Livestream starten, ich würde irgendwie einen kleinen Clip produzieren. Genau, wie sieht's aus? Also ich wollte jetzt nicht unbedingt was produzieren, aber nochmal kurz sagen, wir haben da oben den coolen Retro-Games-Raum. Ein paar haben das vorhin schon entdeckt und haben auch schon gemeint, sie wollen dann nochmal vorbeischauen. Ich wollte euch einfach nur nochmal sagen, dass es die Möglichkeit gibt, dass ihr da oben, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich bin schon voll durch mit dem Kopf, aber ich würde gern mal auf einer Atari oder auf einer NES spielen, dann könnt ihr das vorher machen. Wir sind Christian und Sebastian und wir sind vom Kanal Christienko. Ist vorbei. Ich bin in Anführungszeichen ein besonderer Gast. Ich wurde wieder eingeladen von der Sonja, hier wieder mitzuhelfen oder Fragen zu beantworten, für da zu sein, bei Workshops zu unterstützen, beim Schnitt zu helfen etc. pp. Da ich ein paar Jahre lang YouTube, Twitch, TikTok, alles mögliche im Social Media Bereich gemacht habe und wurde deswegen wieder eingeladen, genauso wie Fix. Ich bin Noah oder auch Brian und war schon öfters hier, hab mal YouTube gemacht, neben meiner Schule, neben meiner Ausbildung, relativ erfolgreich und bin jetzt 26, mach das aber nicht mehr. Also das ganze YouTube-Twitch-Zeug eigentlich auch nur aus Zeitgründen, weil ich Vollzeit IT-Systemadministrator bin in einer Firma und nachdem man 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet hat, hat man vielleicht noch ein bisschen Zeit für sich und Freundin, Familie, Wohnung putzen, Wäsche waschen, kochen,
vielleicht noch Sport machen, deswegen bleibt mir so viel Zeit, um, keine Ahnung, 2. Stunden am Abend zu streamen oder noch ein Video aufzunehmen, zu konzeptionieren, so Geschichten. Schnitt nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch, Thumbnails designen etc. pp. Und deswegen habe ich es gemacht, ich kann das alles noch, ich schaue noch hier und da YouTube-Streams, Twitch-Streams, YouTube-Videos, TikTok natürlich auch. Weiß noch, wie es funktioniert, deswegen helfe ich gerne bei sowas wie das Creator Barcamp. Ich selber mache es aber nicht mehr privat, nur noch hier und da TikTok, weil das geht halt einfach sehr schnell, so ein TikTok-Video zu machen. Bevor ich mich jetzt hinsetze und ein YouTube-Video skripte und aufnehme und schneide und hochlade, da sind wir schnell 4-5 Stunden weg. Und bei so einem TikTok ist es, naja, 1/4 Stunde, dann ist es TikTok hochgeladen. Dauert nicht so lange meistens. Deswegen, ich helfe immer gerne und wenn Sonja mich anschreibt, hey, kannst du vorbeikommen, hier ist ein Barcamp, willst du wieder dabei sein, mithelfen, dies, das, komme ich jedes Jahr gerne vorbei. So, meine Damen und Herren, der Creator Barcamp ist zu Ende. Wir haben irgendwie 22 Uhr Sonntag. Für alle geht echt nicht nach Hause. Nicht wundern, ich bin nicht im Technikraum, wo das Technik untergebracht ist. Teilweise ist noch Technik irgendwo aufgebaut. Ja, ich halte hier mal wieder. Warum heißt das hier denn überhaupt so? Gute Decken. Ja. Sonja? Ja? Dein Rucksack? Das ist egal, der kann da bleiben. Ich hab alles, was ich brauche. Okay, alle haben was, die brauchen. Und dann alles meine Sachen? Ja, danke dir. Somit gehen die Türen dann auch zu, oder? Exakt. Licht aus. Dann kommen wir mit. Julian, wie sieht's denn bei dir aus? Noch alles gut? Ja. Haben Sie alles gut zugemacht? Ja, ich denke schon. Also, okay. Wir haben alles doppelt gecheckt. Wenn jetzt noch irgendwas offen ist, dann. Ja, dann, weiß ich nicht. Dann ist dann meine Schuld. Alles geklaut. Aber was ich glaube, da hinten sind noch Leute. So, raus hier.